Wie könnten Organisationen eigentlich aussehen, wenn wir mal wirklich alle uns Mühe geben, unsere Vision freien Lauf zu lassen und traditionelle Managementpraktiken zu überwinden? Warum sind wir hier? Warum lohnt sich das, radikal nachzudenken über ein anderes Management, ein besseres Management? Die Wahrheit ist, 80% der Talente der Menschen in Organisationen werden verschwendet, werden einfach nicht genutzt. Und dieser Verschwendungsgrad, der ist eigentlich das große Debakel vielleicht in Organisationen. Ja, dass Organisationen nicht in der Lage sind, den Schatz zu heben, über den sie verfügen, und das sind ihre Mitarbeiter und die Talente in den Organisationen. Zentralistische Steuerung kollabiert bei zunehmender Dynamik. Das kann gar nicht anders sein. Wenn wir versuchen, weiter zentralistisch aus der Zentrale heraus zu drücken, zu steuern, zu machen, zu gängeln, dann bricht das ganze Gebilde zusammen. Wir merken das nicht unbedingt, weil wir über bürokratische Prozesse das Ganze versuchen, unter Kontrolle zu halten. Können Sie sich vorstellen, wie eine Organisation kollabiert, zusammenbricht? Weil die bricht ja nicht physisch zusammen, die Pyramide. Ja? Man merkt es daran, dass es immer mehr Policies gibt, immer mehr Regeln, immer mehr Prozessmanager, immer mehr Chief irgendwas, was Spezialmanager, immer mehr Qualitätsmanager. Neulich hat mir ein Kunde gesagt, sie würden eigentlich ganz gerne einen Chief Innovation Officer haben. Das ist top. Damit sagt man, ein Mensch im Zentrum ist verantwortlich für Innovation. Wie sieht die Lösung aus für die Organisation der Zukunft? Das wird Ihnen nicht gefallen, das wird Ihnen nicht schmecken, aber man muss Entscheidungen dezentralisieren, radikal. Die Entscheidung muss raus aus dem Zentrum, rein in die Peripherie. Alle Menschen mitdenken lassen und mitentscheiden lassen, ist die Antwort. Und man kann das auch grafisch darstellen, links die Pyramide, rechts den Pfirsich, und wir haben uns das auch mal überlegt, dass man sowas auch dreidimensional zeigen kann, wie eine Organisation in der Zukunft aussehen sollte. Und Sie sehen das hier, so sieht die Pfirsich-Organisation aus, eine Netzwerkorganisation eigentlich, und wenn Sie sich das anschauen, dann hat diese Organisation auch gar kein Zentrum mehr. Nicht wirklich. Also man weiß nicht wirklich, wo der Vorstand sitzt. Und das spielt auch gar keine Rolle, denn hier wird überall gedacht und überall reagiert auf Marktzug. Der Markt zieht, die Organisation reagiert darauf. Das ist eine agile Netzwerkorganisation. Jetzt ist die Frage, glauben Sie, dass das funktionieren kann? Radikale Dezentralisierung. Alle Teams entscheiden. Zellen sind hier gleichzusetzen mit Teams. Teams sind Zellen. Und in allen Zellen muss gedacht und gehandelt werden. Oder stellen Sie sich das mal vor, Ihre Organisation hört auf zu budgetieren, hat keinen Jahresplan mehr, macht keine jährliche Finanzplanung. Da müssen Sie sich eine ganze Menge Dinge neu überlegen. Wie sollen wir ticken? Wie sollen wir funktionieren? Was treibt uns? Wie werden wir strukturiert und wie werden wir geführt? Gut, traditionelles Management, Top-Management reagiert dann so in der Regel, wenn ein Problem auftritt, wenn ein Fehler passiert, was macht man? Auf die Guillotine, da muss irgendjemand geköpft werden. Das ist sozusagen auch ein Zeichen von Kollaps in einer Organisation. Es geht was schief, es muss ein Kopf rollen. Der Schuldige muss gefunden werden. In der Systemtheorie, in diesem Konzept der Netzwerkorganisation, fragen wir uns nicht, wer ist schuldig, sondern wo hat das System versagt? Und wenn wir uns Organisationen anschauen, wie zum Beispiel Toyota, die haben einen ganz starken Glauben daran, dass nicht unbedingt der Mensch das Problem ist in unserer Organisation. In ganz seltenen Fällen, vielleicht in 5% der Fälle, ist der Mensch das Problem in unseren Organisationen. In den meisten Fällen ist das System, das wir selbst geschaffen haben, das Problem. Wenn Sie wirklich ein Unternehmen dazu bringen möchten, dass alle diese Anspruchsgruppen zusammenwirken, in einem positiven Wirkungskreis, dann müssen Sie bei den Mitarbeitern anfangen. Sie können zum Beispiel nicht anfangen zu sagen, der Kunde steht an erster Stelle. Wenn der Kunde an erster Stelle stehen würde in einer Organisation, dann würden wir Produkte ja ohne Gewinnmarge abgeben. Dann würden wir die Produkte vielleicht sogar verschenken. Das würde Unternehmen nicht wirklich gut tun. Wir können also nicht den Kunden an erste Stelle stellen. Es ist eigentlich unsinnig und unlogisch und unmöglich, den Kunden an erste Stelle zu stellen. Wir müssen an erste Stelle in unseren Organisationen den Mitarbeiter stellen. Und wir sehen hier den Kaffeesatz. Was hat das mit Management zu tun? Eine ganze Menge. Denn wir versuchen ja immer noch, Kaffeesatz zu lesen. Wenn Sie Manager sind, ist Ihr Hauptberuf wahrscheinlich Kaffeesatz lesen. Richtig? Weil wir glauben ja, wir können die Zukunft vorhersehen. Wenn wir noch richtig nachdenken, können wir die Zukunft vorhersehen. Glauben Sie das, dass man die Zukunft vorhersehen kann? Mit Kristallkugeln, Kaffeesatz, Knochen verbrennen und so auf den Tisch werfen oder Muscheln. Das macht man in Brasilien. Ja? Man wirft so Muscheln auf den Tisch und dann guckt man, wie die Muscheln liegen und dann kann man die Zukunft voraussehen. Sie glauben das natürlich nicht wirklich, aber Sie tun so, als ob Sie es glauben. Weil Sie planen, 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 planen. Wir planen, planen, planen. Es gibt einen Planungs-Overkill in Organisationen. Wir glauben, wenn wir nur lang genug und partizipativ planen, dann wird alles gut. Da können wir die Zukunft mappen, zahlenmäßig erfassen
Und dann brauchen wir nur noch alle dazu anzutreiben, auf der Spur zu bleiben. Das ist traditionelles Management. Stellen Sie sich ein Vergütungssystem vor, das nicht mit Karotte arbeitet. Das Mitarbeiter nicht als Esel behandelt, sondern indem man zum Beispiel sagt, wenn wir erfolgreich sind, als Team, als Unternehmen, dann gibt es eine Erfolgsbeteiligung. Und solche Organisationen gibt es. Und so hat Handelsbanken nur noch 3 Hierarchieebenen. Filialmanager, mittlerweile ungefähr 600 Filialen. Es gibt Regionalmanager in dieser Organisation und es gibt einen Headquarter. Die Zentrale hat keine Macht in dieser Organisation. In der Zentrale hat man hier bewusst Macht aufgegeben und an die Peripherie verlagert, an die Filialen. Das heißt, heute gibt es in dieser Bank keine Preislisten. Die Mitarbeiter in den Filialen bestimmen selbst, zu welchen Konditionen sie welche Produkte anbietet. Es gibt kein Quotensystem. Hier wird nicht nach Volumen gemanagt. Wir können also nicht einfach nur das alte System verbessern. Und das, was die meisten Organisationen getan haben in den letzten Jahrzehnten, angefangen mit Total Quality Management oder Reengineering oder Balanced Scorecard oder Value-Based Management Konzepten oder Kostenrechnung, hat eigentlich nur dazu beigetragen, dass wir im alten Modell weiter verbessert und optimiert haben, anstatt den Weg zu suchen in ein anderes Modell, in ein unternehmerisches Netzwerkmodell. Semco definiert sich nicht über traditionelle Managementpraktiken. Ricardo Semler, der Haupteigentümer, Hauptaktionär von Semco, sagt, es ist eigentlich leichter, unsere Organisation darüber zu beschreiben, was es bei uns nicht gibt. Gucken Sie sich mal die Liste an. Dinge, die es nicht gibt bei Semco, keine Organigramme, keine HR-Abteilung, es gibt also keine Personale bei Semco, obwohl sie 3000 Mitarbeiter dort haben, keine Personalabteilung, sondern nur ein Personalguru, so nennt sich das bei denen, diese Rolle. Es gibt also jemanden, das ist so was wie ein Theoretiker, ein Denker, ein Vordenker, und er versucht, die Organisation zu inspirieren, in Bezug auf Werte, Praktiken. Aber er hat keine Macht. Er ist entmachtet und er weiß das auch. Es gibt keine rigiden Pläne und fixierten Ziele, keine festen Arbeitsplätze, also physisch keine festen Arbeitsplätze bei Semco. Mitarbeiter können zu Hause arbeiten oder im Park oder in einem der Satellitenbüros, die es in Sao Paulo gibt. Da gibt es verschiedene. Man kann also dort arbeiten, wo gerade der Chef nicht ist. Und dadurch haben die Chefs und der Manager auch ihre Bedeutung verloren in dieser Organisation. Es gibt keine Konflikte mit Gewerkschaften. Gewerkschaften werden am Management beteiligt, werden eingebunden und sind auch unter anderem dafür verantwortlich, Mitarbeitern die Interpretation des Zahlenwerks zu erleichtern. Alle Zahlen liegen bei Semco offen. Also alle Finanzwerte sind bei Semco für alle Mitarbeiter einsehbar. Es gibt keine Anwesenheitskontrollen oder festen Arbeitszeiten, auch in den Fabriken nicht, die Semco betreibt. Keine strategischen Pläne, kein Mission Statement, keine Teilnahmepflicht an Besprechungen. Toyota hat sich in den 50ern, 60ern, 70ern neu erfunden, um zum besten und wirtschaftlichsten und erfolgreichsten Automobilhersteller zu werden. Obwohl das niemand für möglich hält, dass alle Mitarbeiter Qualitätsleute sind. Einfach alle. Völlig unmöglich. Das glaubt bei Fiat keiner. Aber man macht es einfach. Und so machen wir es und es ist möglich. Und die Frage ist auch nicht, wie lange dauert das, bis wir dort sind? Lassen Sie sich nicht davon in die Irre führen, wie lange das dauert. Es kommt gar nicht darauf an. Es kommt nur darauf an, wann Sie es anfangen. Wenn Transformation notwendig ist, dann ist die wichtigste Frage, fangen wir heute an oder erst morgen? 90% dessen, was wir Management nennen, sind schädlich. Sollten wir nicht tun. Wir sollten Dinge verändern. Wir sollten extrem viele Praktiken in Frage stellen. Wenn wir einen Neubeginn wollen, wenn wir Wirtschaftswandel wollen, dann müssen wir uns eben auch dazu bekennen, dass vieles nicht mehr geht, vieles nicht mehr sein kann. Vieles, was wir tun in Organisationen, ist nicht vereinbar mit den intelligenten Menschen, die wir haben in Organisationen und ist nicht vereinbar damit, dass die Welt so ist, wie sie ist. Dynamisch, komplex, unvorhersehbare Zukunft, hochgradig vielfältige Anforderungen. Das heißt, wir müssen langsam anfangen, an den 90% nicht zu optimieren, nicht zu verbessern, sondern sie einfach auf den Müllhaufen der Managementgeschichte zu transportieren.